stimmt uns hinter die Welt. Documentary. Ole. Hi. Wir sind heute in Köln mal wieder und heute gehen wir zu der Tokyo-Premiere hinter die Welt. Und wir sind total gespannt. Wir haben ja den Killer-Bild zusammen schon gesehen. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Band-Doku. Mal gucken, was Tokyo Hotel auf die Beine stellt. Übrigens ist der gleiche Tag. Heute sind die Killer-Bild in München. Und wir sind in Köln, weil wir wollten noch Eis gönnen. Wir haben die größten Tokyo Hotel-Fans schon gefunden. Ja! Ich bin der größte Tokyo Hotel Fan. Das ist ja richtig Luxus hier. Die sind alle betrunken, Entschuldigung. Ja, die kommen auch alle von Newport. Ich fand eben die Band halt immer schon interessant, aus dem Grund, dass ich eben durch den Monsun fand ich einen guten Song und ich bin eben so punk-sozialisiert und habe dann eben dann diese Band gesehen, die eben wieder sehr punky aussah und das fand ich halt spannend, aber eben auch dann mit der Tatsache, dass sie eben im Mainstream stattfinden und nicht im Untergrund. Und das hat mich damals schon fasziniert. Dann habe ich damals schon ein Interview mit denen machen wollen für einen anderen Film, das hat nicht geklappt. Und dann hat sie eben jetzt die Möglichkeit ergeben, als eben die Frage kam, hast du eine Idee für ein Arte-Thema? Gibt es ein Thema deutsche Popkultur, die eben in Frankreich und Deutschland funktioniert? Und dann war es klar, dass es nur Tokyo Hotel sein kann. Das ist ja alles zum Glück in einer ganz engen Zusammenarbeit mit Olli passiert. Und er hat so ein ganz tolles Konzept geschrieben, warum wir auch gesagt haben, dass wir es machen wollen. Und, es gibt ja immer ganz wenig Möglichkeiten, wo man wirklich mal seine Geschichte so lange erzählen kann. Und normalerweise hat man so kurze Interviews und es gibt immer so ganz kurze Fragmente und ganz kurze Geschichten zu irgendwelchen Stories. Und wir dachten so, zum ersten Mal können wir wirklich lang erzählen und haben eine Plattform, wo wir wirklich erzählen können, was unsere Geschichte so ein bisschen ist. Ja. Ich war ein bisschen nervös, weil ich nicht wusste, vielleicht sind die auch doof, ja? Waren sie dann aber nicht, ne? Dann habe ich denen das Konzept vorgestellt und ich finde es halt gut, ne? Also, wir haben zum Glück den Film vorher sehen dürfen auch und durften auch sagen, wenn wir was draus haben wollen. Jetzt, wo ich es gesehen habe, hätte ich vielleicht die ein oder andere Szene doch auch noch rausgekackt. Welche? Nein, das war totaler Spaß. Nee. Es war eine ganz enge Zusammenarbeit mit Olli und ich glaube, es wurde auch im Laufe der Zeit immer enger und wir konnten uns da wirklich ganz gut fallen lassen, aber natürlich auch, weil wir den Film vorher sehen durften. Also wir hatten das Gefühl, wir machen halt zusammen was Gutes und wir durften halt drauf gucken. Also es dauert immer, bis man vordringt, ne? Also bis man in dieser Blase drin ist, weil die eben schon, die haben ja sehr viel schlechte Erfahrungen auch mit Presse gemacht, wenn dann so ein Depp daherkommt und einen Film machen will, das kann ja auch nach hinten losgehen. Und dann hat es einen Moment gedauert, bis so das gegenseitige Vertrauen da war und dann war es super. Also mir hat es großen Spaß gemacht. Also das ist unser größter Streitpunkt. Hast du schon eine Meinung? Wir müssen uns jetzt da noch drüber unterhalten. Ich bin gespalten. Also manchmal hat mein Fanherz immer geschlagen, aber ich versuche noch so ein bisschen das aus der Außenperspektive zu sehen, weil ich nicht weiß, wie relevant es ist. Ja, ich finde auch einige Aussagen sehr kritisch, aber dafür sind Tokyo Hotel bekannt. Sie sind immer sehr kritisch. Aber auch als Fan hat man es, glaube ich, sehr, sehr kritisch wahrgenommen. Wir lassen uns das einfach mal überraschen, lassen uns mal sacken und ich würde sagen, auf jeden Fall, wir bilden uns auf jeden Fall für uns und bekommen nochmal eine Meinung. Ja. Sammeln uns doch heute Nacht nochmal. Genau. Was sagen die anderen Fans? Ja, also ich fand die zum Beispiel richtig cool. Also die Atmosphäre war einfach richtig schön. Mit Tokyo Hotel im Saal zu sitzen, das war echt cool. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass die so unter uns sind. Und ja, es war mega interessant, auch mal so neue Filmerstücke zu sehen, weil ein paar kannten wir ja selbst noch gar nicht. Ja, also ich fand, es war sehr gut gemacht, auch vom Bild her. Und man hat auch einige Sachen gefallen, die bei Georg Gustav so erfahren, die man vorher nicht wusste. Also ich fand es ziemlich interessant zu hören, dass sie früher wirklich so krasse Probleme auch hatten damit. Und damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Also das war für mich so eine Überraschung gewesen. Ja, ich fand es auch spannend, mal so einen Einblick zu bekommen, ein bisschen in die Privatsphäre, ins private Leben, den Ablauf, wie bei denen so abgeht. Und glaubst du, mit der Dokumentation könnt ihr auch Nicht-Fans davon überzeugen oder Tokyo Hotel einfach präsentieren? Glaubt ihr, das ist euch gelungen? Nee, also ich sagen wir mal so, ich habe den Film jetzt nicht als Fanfilm gemacht, sondern ich habe ihn eben als Film gemacht, der eben so ein Pop-Phänomen beschreibt. Wie ist das, wenn man in der Öffentlichkeit erwachsen wird? Wie ist das, wenn man gar nicht mehr ein normales Leben führen kann? Solche Fragen haben mich mal interessiert. Ich glaube, es sind aber Fragen, die eben auch für Nicht-Fans interessant sein können, weil es eben um Popkultur geht. Und ich wünsche und hoffe natürlich sehr, dass eben auch Nicht-Fans sich das angucken. Denkt ihr, diese Dokumentation ist spannend für einen Nicht-Fan?
schwierig. Ich wollte gerade sagen, schwierig, kommt drauf an, wenn es wirklich Leute sind, die wirklich einen Hass auf Tokyo-Hotel haben, wie es ja leider genug Leute gibt, wird es schwierig, ich glaube, die werden sich auch nicht angucken. Aber wenn es jetzt wirklich Leute sind, die den Film jetzt durch Zufall mal drauf stoßen oder so, denke ich schon, da das schon interessant ist, mal zu hören. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Ich denke, die Leute finden interessant, so ihre Sicht zu sehen. Weil man hört immer viel von Fans und auch nur so diese Standardinterviews und das war irgendwie schon so ein tieferer Einblick in ihr Leben. Schwierig einzuschätzen. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, man sieht ein anderes Bild von der Band. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man nicht vielleicht, weil man im ersten denkt, oh, Tokyo Hotel, nee, weg, weil einfach wegen den Vorurteilen allein schon. Also weiß ich nicht, wie viele sich das wirklich angucken, die gar nichts mit der Band zu tun haben. Aber ich denke, wenn sie es tun, dann wenn sie positiv man's überrascht. Auch ja, stimmt. Das ja. glaube ich. Als ich nach Mexiko gekommen bin und die zum ersten Mal kennengelernt habe, war es eben Gustav, der mir einen Cola Whisky angeboten hat und gesagt, red mal mit mir, ich bin hier sowieso der Coolste. Ja, dann hatte ich halt schon direkt den Draht zu Gustav. Und dann kamen aber alle so dazu. Es war dann so, dass eben mit Georg war ich auch mal direkt im Gespräch, weil ihm auch diese produktionstechnischen Sachen interessieren. Tom war schon so ein bisschen eigener, aber über die Musik haben wir uns dann angenähert, weil ich auch sehr viel über Musik wissen wollte. Und er redet, also er ist nicht unbedingt derjenige, der sogar im Mittelpunkt steht tatsächlich. Ne? Und mit Bill ist dann eh kein Problem. Wenn man auf ihn zugeht und ihn anspricht oder ihn anspricht, kriegt man immer was zurück. Ne? Das war mit allen Vieren anders und mit allen Vieren total schön. Ne? Also mir hat es großen Spaß gemacht. Aber Gustav ist der Coolste. Hat er mir gesagt, dass er der Coolste ist? Ne? Nein, ich finde alle gleich cool. Also ich habe da keine Lieblinge oder so. Ich finde sie einfach, die sind auch eben in der Gruppe eben total spannend. Ne? Das funktioniert halt super. Ne? Habt ihr was Neues erfahren über die Band? Dass Gustav rot fährt. Das war mir neu. Aber ansonsten eigentlich relativ. Also, es war eigentlich alles grob, eigentlich ziemlich gewohnt. Also, wo man gedacht hat, okay, wo man sich sein eigenes Bild über die Jahre ja gemacht hat von der Band, war eigentlich alles so, wie man es sich vorgestellt hat. Ich habe schon nicht gedacht, dass Gustav mit einem Boot durch die Gegend fährt, aber ja. Also ich muss ja sagen, meine Lieblingsszene war, wie Georg und Gustav vor dem Aufzug standen. Und das Einzige, was sie in der Szene gesagt haben, war Fahrstuhl. Und dann sind sie in den Fahrstuhl eingestiegen und sind gefahren. Und die Hunde fand ich auch sehr charmant. Ich fand es sehr überraschend, wie sie tatsächlich über Privates auch geredet haben. Ja. Also man hat gemerkt, dass sie sich sehr wohl gefühlt haben, weil sie echt so Sachen rausgepackt haben, wo ich ein bisschen überrascht war. So, das sagt ihr jetzt und das guckt sich jetzt jeder an. So was Beziehung und Partnerschaft und Liebe und so angeht, fand ich sehr cool. Auch, dass sie so offen noch diese Diskussionsrunde nach der Dokumentation geführt haben, das war schon schön. Ja. War cool. Ich feiere die Jungs, ja. Jetzt bist du dran. Schreib uns doch mal in die Kommentare, ob du die Dokumentation gesehen hast, ob du sie sehen möchtest und was du davon hältst, wenn du sie kennst oder warum du sie nicht anschauen willst. Genau. Jetzt wenn du kein Geld dafür ausgeben möchtest, auf Arte läuft sie auch. Sparfuchs. Zoom.